Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video werde ich zwei Anbieter für eine Online-Stilberatung testen. Ja, wer kennt nicht das Gefühl, dass man zwar genug Klamotten zu Hause hat, aber trotzdem irgendwie nichts zum Anziehen? Manchmal, ja, es ist einfach schwierig, sich selbst ein Outfit zusammenzustellen. Und ich persönlich wollte eigentlich schon immer mal einen persönlichen Stylisten ausprobieren. Wenn man das googelt, dann findet man eben ein paar Seiten, wo ja so eine persönliche Stilberatung angeboten wird. Und ich habe da jetzt zwei rausgesucht, die ich dann ja beide mal ausprobieren will und vielleicht auch so ein bisschen miteinander vergleichen will. Die erste Marke, die ich mir rausgesucht habe, nennt sich Zalon. Das ist eine Untermarke oder es gehört zu Zalando. Und als zweites habe ich dann noch eine Firma rausgesucht, die heißt Kizura. Und ja, davon habe ich jetzt persönlich noch nichts vorher gehört. Übrigens handelt es sich hier nicht um Werbung, also weder Zalon noch Kizura haben mir dafür Geld gegeben. Ich teste das einfach aus eigenen Stücken und genau, gebe dafür mein eigenes Geld aus. Bevor wir uns jetzt an die beiden Online-Stylisten machen, wollte ich euch noch mal kurz die Kooperation vom heutigen Video vorstellen. Und zwar habe ich eine Kooperation mit dem Schmucklabel Stilnest. Bevor ich euch noch mal was über die Marke erzähle, schon mal gerade vorweg, es gibt gerade einen Sommersale bei Stilnest und da könnt ihr momentan ganze 17% sparen auf eure Bestellung. Und zwar mit meinem Code INKEN17, den blende ich euch auch mal hier ein und steht auch noch mal unten in der Infobox, genauso wie der Link zum Shop. Und zwar hat es auch einen bestimmten Grund, woher dieser Sale jetzt rührt. Und zwar ist es ja bei Stilnest generell so, dass nur auf Bestellung gefertigt wird. Das heißt, wenn ihr etwas im Onlineshop bestellt, wird es in der Goldschmiede extra für euch hergestellt. Dadurch gibt es eben keine Überproduktion und auch keinen Lagerbestand. So wird auch das lokale Handwerk unterstützt und es wird eben auch zu 100% in Europa gefertigt, beziehungsweise zu 90% in Deutschland. Die kleinen familiengeführten Goldschmieden, mit denen Stilnest zusammenarbeitet, die gehen jetzt in die Sommerpause, also die haben Urlaub. Und aus dem Grund kann natürlich gerade auch nichts angefertigt werden. Und wenn ihr jetzt etwas bestellt, dann verlängert sich natürlich dadurch auch eure Wartezeit etwas. Als kleine Wiedergutmachung gibt es jetzt eben die 17% Rabatt. Ja, und jetzt fragt man sich vielleicht, warum 17%? Das liegt daran, dass die Goldschmiede insgesamt 17 Tage in den Urlaub geht. Das heißt, für jeden Tag gibt es eben 1% Rabatt und das sind dann insgesamt eben 17. Die Aktion vom Sommersale, die geht noch bis zum 7.8., also noch 2 Wochen. Und bis dahin könnt ihr dann eben mit meinem Code einkaufen. So, um das Ganze zu starten, musste ich jetzt sowohl bei Zalon als auch bei Kizura so einen Test eben ausfüllen, was ich für Sachen mag, was nicht, was mein Ziel ist und so weiter. Das ist bei beiden tatsächlich ziemlich ähnlich. Und zwar muss man eben als erstes einmal sagen, was man für Looks gerne mag, also wo man sich selber drin sieht. Dann kann man die No-Gos auswählen, also Sachen, die man auf jeden Fall nicht in der Box haben möchte. Seien es jetzt irgendwie hier Muster, die man nicht mag, oder Materialien, Farben. Oder auch generell Schnitte, da kann man jetzt eben schon einiges ausschließen. Dann gibt es natürlich Fragen zu den Größen, also was man trägt für Größen und auch generell, was man für eine Körperform hat, was man vielleicht kaschieren möchte. Und dann kommt man eben auch zu den Fragen, was man denn gerne für Schnitte mag. Und da kann man dann eben auch verschiedene Oberteile auswählen oder Hosenschnitte und einfach so ein bisschen deutlich machen, was man für einen Style gerne hat. Dann kann man auch noch Bilder von sich hochladen, damit eben die Stylisten sich einen Eindruck machen können, wie man ungefähr aussieht. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich hilfreich. Ich habe jetzt bei beiden ungefähr das Gleiche angegeben und auch in die Beschreibung nochmal geschrieben, dass ich gerne so einen schlichten skandinavischen Look mag. Und somit sollten beide ungefähr auf dem gleichen Stand sein, beide Anbieter. Und ja, demnach eben dann die Boxen packen. Ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Nach ein paar Tagen habe ich dann von Zalon eine erste Mail bekommen, wo ich über einen Link die Sachen sehen konnte, die für mich ausgewählt wurden. Und da konnte ich dann drücken, ob ich die Sachen mag, also mit Ja, oder auch sagen, dass ich sie nicht mag, mit Nein. Und danach hat sich dann meine Stylistin weiter orientiert. Okay, es ist soweit. Meine Boxen sind angekommen. Heute beide gleichzeitig. Und das sind noch so Riesenpakete. Da habe ich mich echt auch ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe, glaube ich, noch nie so große Pakete bekommen. Und da sind jetzt eben die Looks drin. Und ich würde auch mal sagen, ich fange mit der Zalon-Box an. Ich habe nämlich noch eine Mail bekommen mit einer Style-Card. Also da kann man eben sehen, wie man dann auch die einzelnen Sachen kombinieren soll. Und bin gespannt, was ihr auch zu den einzelnen Outfits sagt. So, das ist das erste Outfit, Outfit Nummer 1. Und genau, hier haben wir eben ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt und eine beige Shorts mit so einer süßen Schleife und eben diese Adidas-Schuhe, die ich eigentlich auch ganz cool finde. So insgesamt, wenn ich mir das Outfit jetzt angucke, finde ich, ja, ist das Oberteil und die Shorts eigentlich ganz süß. Die Schuhe passen jetzt im Gesamtlook, finde ich, nicht dazu. Also die sind einfach zu sportlich, weil das andere ist ja so ein bisschen eher,
mädchenhaft oder schicker. Preistechnisch ist es auf jeden Fall alles auch so im Rahmen, wie ich angegeben habe. Also die Shorts kostet um die 50 €, das T-Shirt 25 und die Schuhe 70. Dabei stand dann noch, dass man diese blaue Jacke von Only dazu kombinieren kann. Die finde ich an sich eigentlich auch ganz cool. Zum Look finde ich, passt es auch so mittelmäßig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die einzelnen Sachen eher so ausgewählt wurden und es nicht so ganz als Look gesehen wurde. Also es passt irgendwie zusammen, aber es ist jetzt für mich kein richtiger Look, wo ich sage, wow, dafür habe ich einen Stylisten gebraucht. Das ist ja echt krass, wie der das kombiniert hat. Ja, deswegen ist es halt für mich irgendwie okay. Ja, aus diesem Grund würde ich dem Outfit jetzt 6 oder 7 Punkte geben. Ich glaube, ich würde mich zu 7 durchringen. Und ich ziehe jetzt das andere Outfit an. Das gehört auch zu Outfit 1. Da werden einfach so ein paar Sachen umgetauscht. Und ja, mal gucken, ob mich das mehr überzeugt. Ja, das ist dann das Outfit Nummer 2. Ein weißes T-Shirt und eine dunkle Shorts. Also einmal quasi die Farben umgedreht. Die gleichen Schuhe und auch wieder die gleiche Jacke. Und ja, hier muss ich jetzt leider sagen, es fällt mir absolut gar nicht. Also schon angefangen bei dieser Hose. Das ist jetzt eine Hose tatsächlich von Scotch & Soda. Das ist ja so eine teure Marke. Die kostet jetzt um die 70 €. Und ja, die ist mir viel zu bieder. Also das gefällt mir leider gar nicht. Und das T-Shirt dazu. Es ist halt ein weißes T-Shirt, beziehungsweise es ist kein Scandi-Look oder keine Ahnung, was ich mir da eigentlich gewünscht habe. Ich glaube, da würde ich 4 Punkte geben von 10, weil mir halt einzelne Sachen noch ganz gut gefallen, wieder die Schuhe und die Jacke. Aber nee, also der Look ist leider bei mir komplett unten durch. Als zweiten Look habe ich dann ein paar verschiedene Print-T-Shirts bekommen und eine Hose dazu. Und dann steht da eben, dass diese Teile alle untereinander sehr gut kombinierbar sind. Das ist jetzt eben eines der T-Shirts, das ist jetzt von Ralph Lauren. Ich weiß irgendwie nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Und dann eben noch ein zweites T-Shirt von Billabong. Ja, zum Outfit. Also zuerst jetzt mit diesem blauen T-Shirt oder lilanen T-Shirt hier, wie auch immer man diese Farbe nennt, finde ich ganz okay. Es ist mir ein Ticken zu bunt, also es ist sehr kindlich irgendwie. Aber es ist für mich jetzt irgendwie so, ja, einfach eine Hose und ein T-Shirt, was auch gar nicht so richtig zusammenpasst. Also die Hose ist für mich eher Business, das T-Shirt ist eher irgendwie Freizeit oder keine Ahnung. Deswegen, ich finde den Look angezogen besser, als ich mir vorgestellt hätte. Aber es ist für mich trotzdem, ja, ich würde sagen, eine 5 oder 6 von 10 Punkten. Ja, dann habe ich das Billabong-T-Shirt angezogen und ich muss sagen, das finde ich, glaube ich, auch am coolsten aus der Kollektion. Ich muss aber sagen, zu der Hose passt es meiner Meinung nach auch nicht besonders. Und deswegen würde ich für den Look dann eben auch nur irgendwie 5 bis 6 Punkte geben. Aber weil ich das T-Shirt ganz cool finde, dachte ich, probiere ich das einfach mal mit einer Jeanshose an. Und so gefällt mir der Look eigentlich echt ganz gut. Also ich finde gerade so casual irgendwie, wenn man zur Arbeit geht, wenn man in den Park geht. Also es ist irgendwie einfach so ein, ja, entspannter Look. Und ich glaube, das T-Shirt ist damit auch irgendwie so ein bisschen der Favorit aus der Box, weil das halt eben auch ein bisschen besonders ist und ja, mir einfach am besten gefällt. So, erstmal zu der Kisura Box. Die war auf jeden Fall sehr süß verpackt mit so kleinen Bändchen und so. Also haben die sich scheinbar sehr viel Mühe gegeben. Ich habe jetzt das erste Outfit mal angezogen. Das ist jetzt eben eine Jeans mit so einem lustigen Band und einem Top. Die Jeans ist jetzt von der Marke Lieblingsstück. Die kenne ich zum Beispiel noch nicht und kostet damit 130 € und ist auch das teuerste Teil der Box. Das Oberteil kostet 30 € und ist von Mangun. Das ist so eine Marke, das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und das ist die Hausmarke von Galeria Kaufhof. Da sind tatsächlich auch viele Teile von dieser Marke in der Box gelandet. Dieses Band ist für mich auf jeden Fall so ein kleines No-Go. Also das ist halt gar nicht meins und das finde ich auch nicht besonders modern irgendwie. Und es wundert mich auch, dass ich sowas immer bekomme, weil ich habe ja nicht angegeben girly oder keine Ahnung, sondern eher klassisch und skandinavischer Look und so weiter. Finde ich passt jetzt ehrlich gesagt nicht so. Für den Look würde ich jetzt, glaube ich, erstmal 5 Punkte geben und mal gucken, was sonst noch so in der Box drin ist. Ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, wie die Looks gemeint sind. Und zwar, die Sachen, die zusammengeschnürt sind, gehören immer zusammen. Also die Hose ist mit 3 Oberteilen zusammengeschnürt worden. Deswegen habe ich jetzt alle 3 Oberteile mal zu der Hose anprobiert. Und das war jetzt eben noch eine Bluse und noch dieses T-Shirt, was ich jetzt auch gerade anhabe. Und diese Sachen sind alle von der Marke Mangun. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht meine Lieblingsmarke, beziehungsweise es wird nicht meine Lieblingsmarke. Preislich liegen die Oberteile immer so zwischen 20 bis 40 €. Und was mich eigentlich am meisten stört, ist so die Qualität. Also die Qualität ist mir persönlich einfach ein bisschen zu minderwertig. Und auch der Look, also jetzt auch gerade bei diesem T-Shirt, ja, ist irgendwie auch gar nicht mein Stil. Deswegen würde ich für die Bluse, die ich gerade noch anhatte, und dieses T-Shirt jetzt im Look mit der Hose leider jeweils nur
drei Punkte vergeben. Ja, das hat mir leider jetzt nicht so gut gefallen. So, das zweite Paket hat auch wieder mehrere Oberteile beinhaltet und eine Hose. Ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, was für verschiedene Oberteile waren. Und zu der Hose würde ich sagen, die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall einfach so ein Klassiker, den man auch zu Hause haben kann. Und deswegen hat mir die Hose auf jeden Fall sehr zugesagt. Die Oberteile erstmal dazu fand ich nicht so passend zu der Hose. Und generell waren es halt eben wieder viel von dieser gleichen Marke, also von dieser Mangun-Marke. Und ich muss sagen, die überzeugt mich einfach nicht. Also ja, es ist einfach nicht mein Ding. Das finde ich halt einfach ein bisschen schade an der Box, dass man ja viel von dieser Marke drin hat und wenn man die halt nicht mag, dann ist ja schon die Hälfte irgendwie weg. Ich finde, da hätte man so ein bisschen mehr Varietät reinbringen können. Deswegen würde ich jetzt dem zweiten Outfit mit den verschiedenen Oberteilen leider auch nur 4 Punkte geben. Also weil ich die Hose echt cool finde, aber eigentlich keins der Oberteile mich wirklich überzeugt hat. So, das ist jetzt der letzte Look von Kizura. Dieses gestreifte T-Shirt und eben auch eine Shorts, die auch ein bisschen ähnlich ist wie die in meiner anderen Box von Salon, also auch mit dieser Schleife. Ich würde sagen, aus der Box hat mir der Look jetzt am besten gefallen. Das waren jetzt auch mal andere Marken, also die Hose ist von Only und das Oberteil von EDC. Und ja, also ich finde es jetzt auch nicht super hervorragend, großartig, aber eben leger, also so halt eben wie die ersten Looks aus der Zalando-Box auch. Würde ich für den Look, auch wenn ich ihn jetzt am besten aus der Box fand, auch nur 6 Punkte geben. Ja, interessant. Ja, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Also ich finde, bei beiden Anbietern war auf der Webseite der Vorgang relativ ähnlich. Also man hat dieses Quiz ausgefüllt und die Fragen waren da auch echt bisschen abgekupfert, also echt sehr gleich. Und ja, daraus hätte ich mir eigentlich ein bisschen was anderes erschlossen, als ich jetzt letzten Endes bekommen habe bei beiden Boxen. Ich finde, wenn man einen Stylisten, egal ob im echten Leben oder online, engagiert, dann wünscht man sich eher fertige Outfits, die irgendwie gut zusammenpassen und ja, wo man eben vielleicht halt nicht diese 0815 Sachen hat, weil dafür braucht man halt letzten Endes keinen Stylisten. Und man kriegt halt auch einfach echt viel zugeschickt. Also ich fände es vielleicht im Großen und Ganzen besser, wenn man so jemanden engagiert und der ihm dann die Sachen zusammenstellt, so wie es bei Zalon halt auch am Anfang war, dass man die Sachen gesehen hat, die ausgewählt wurden und dann halt eben entscheiden kann, ob man die möchte oder nicht. Und dass man nicht einfach so eine blinde Box zugeschickt bekommt. Ich glaube, das fände ich im Großen und Ganzen besser. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig in die Kommentare geschrieben, welche Outfits ihr gut fandet. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Und dann würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo dalasst, wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid. Und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Bis dann!